Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Screening in der ausstellungsbegleitenden Filmreihe Filmtheater und zu einer weiteren Veranstaltung im Begleitprogramm zur aktuellen Sonderausstellung Filmtheater. Die Filmreihe und das Begleitprogramm haben sich in den letzten Jahren mit den Zuschauern, in den letzten Monaten mit den Zuschauern vor der Leinwand und mit den Kinomachern hinter der Leinwand beschäftigt. Und jetzt sind wir quasi im letzten Themenbereich angekommen, den wir nach der Leinwand nennen, wo wir erstmal nochmal kurz zurückschauen wollen in der Geschichte auf vergangene Kinokrisen, vor allem aber den Blick richten wollen in die Zukunft, und die Frage stellen wollen, welche Zukunft das Kino haben kann. Zu dem Thema haben wir ein ganzes Themenwochenende zusammengestellt am 8. und am 9. Mai. Infos dazu können Sie in diesem Flyer finden und in unserem aktuellen Kinoprogrammheft. Das finden Sie alles im Foyer. Und die Sonderausstellung läuft übrigens nur noch jetzt im Mai. Also falls Sie sie noch nicht kennen, dann kommen Sie bitte gerne. Heute Abend freue ich mich sehr, Anna Scherbening und Jan Seffrin begrüßen zu dürfen. Die haben beide an der Uni Frankfurt studiert. Jan Seffrin ist Filmwissenschaftler und arbeitet im FAZ-Fachverlag. Anna Scherbening ist Germanistin und Romanistin und arbeitet als Redakteurin. Und im Jahr 2006 haben die beiden eine Forschungsreise unternommen für ihre Abschlussarbeit und haben in dieser Forschungsreise fast 40 Kinos in ganz Deutschland besucht und Interviews geführt mit den Kinobetreibern zur aktuellen Lage der Kinolandschaft in Deutschland und auch ganz viele tolle Fotos gemacht. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend da seid und eure Erinnerungen und die Bilder an die Kinoreise mit uns teilen möchtet. Vielen Dank. Der Vortrag dauert jetzt circa 40 Minuten. Danach wird die Gelegenheit sein, Fragen zu stellen an Anna Scherbening und Jan Seffrin. Und danach sehen wir noch zwei Kurzfilme, die auch Kinobetreiber zeigen: Kinobetreiber eines Provinzkinos und einen Kinobetreiber eines mobilen Kinos. Ja, Vortrag ab. Vielen Dank für die tolle Einführung. Ja, und danke für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein heute. Was mich besonders freut, ist, ich weiß hier vorne jetzt einmal, wie man sich als Projektionsfläche vorkommt. Wie schon erwähnt, wir dürfen euch heute Abend von einer Reise erzählen, die wir beide im Jahr 2006 unternommen haben. Der Ausgangspunkt dafür war unsere Magisterarbeit, also die Abschlussarbeit unseres Studiums. Ich habe damals hier an der Uni Frankfurt Theater, Film und Medienwissenschaft studiert, am Institut von Heide Schlüppmann, die Filmwissenschaft als Kinowissenschaft gelehrt hat. Das heißt, Filme als 35 oder 16 mm Kopie wirklich im Kinosaal oder anderen geeigneten Vorführräumen zu sehen, war ganz integraler Bestandteil des Studiums. Und so entstand dann auch die Idee zwischen Heide und mir, dass ich mich auf diese Reise mache und Kinos besuche. Das steht in der Reihe einer ganzen Menge von sogenannten Regionalstudien, die es über Kinos gab. Die wahrscheinlich bekannteste davon stammt von Anne Pech und heißt Kino zwischen Stadt und Land. Da geht es um die Kinos in Oldenburg und Umgebung. Bei meiner Arbeit lag der Fokus deutschlandweit, allerdings dann zugespitzt speziell auf das Thema Programmkinos. Und meine damalige und auch heute Lebensgefährtin Anna hat zur selben Zeit ihre Magisterarbeit geschrieben. Allerdings in Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft. Trotzdem, da auch ich Film- und Kinobegeistert bin, kam dann die Idee, dass wir diese beiden Projekte miteinander verbinden. Und so sind wir gemeinsam auf die Reise gegangen. Mein Fokus lag auf Kinos, die ein besonderes Kinderfilmprogramm anbieten, aber tatsächlich war es Kinderkino im Programmkino. Also eine gemeinsame Verbindung eben. Bei der Auswahl half uns damals Ernst Sebeditz, heute Vorstand der Murnau-Stiftung, der damals Mitglied in der Jury zur Vergabe der Kinoprogrammpreise des Bundes war. Aus diesen Einreichungsunterlagen mit vielen hilfreichen Tipps, auch von guten Kinobekannten, wählten wir dann eine Reihe von Kinos aus, die vier Kriterien erfüllen sollten. Zunächst sollten sie ein möglichst anspruchsvolles Programm haben. Dann sollten sie als
Kinos mit nur einer Leinwand in einer möglichst schwierigen Wettbewerbssituation befindlich sein, entweder als Programmkino oder als Kino auf dem Land oder als Kino in der Großstadt, das auch von anderen und mehreren großen Kinos umgeben ist. Sie sollten trotzdem erfolgreich sein, was wir versuchten am Besucherschnitt festzumachen. Und nicht zuletzt sollten sie eine möglichst lange und interessante Geschichte haben. So unternahmen wir dann zwischen Januar und Mai 2006 mehrere mehrtägige Reisen, wie Sie sehen, nach Hamburg, nach Berlin, in den Schwarzwald, ins Ruhrgebiet, durch ganz Deutschland wirklich, und besuchten knapp 40 Abspielstätten von 33 Kinobetrieben. Wir interviewten die Kinomacher und versuchten, schöne Fotos zu sammeln. Wir werden Ihnen diese Kinos jetzt alle in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Und daher können dieses Wochenende dann leider keine Kinovorstellungen hier mehr geführt werden. Ich hoffe, das ist ganz in Ihrem Sinne. Nein, wir mussten uns natürlich beschränken und die Auswahl fiel entsetzlich schwer, aber wir hoffen, dass wir ein paar schöne Kinos für Sie gefunden haben. Genau. Um den Spannungsbogen noch so ein bisschen zu halten, fangen wir jetzt erstmal mit dem Bildungsprogramm an, zu dem ich mich hier in diesen heiligen Hallen natürlich verpflichtet verfühle. Die Geschichte der Filmkunstkinos in der Nachkriegszeit beginnt eigentlich mit den Filmclubs und setzt sich auch schon ein paar Jahre später dann fort mit den sogenannten Gildekinos, die vor allem Filme spielten, die das Prädikat wertvoll oder besonders wertvoll erhalten hatten. Auch deshalb, weil auf die eine Ermäßigung der Vergnügungssteuer galt. Ab Ende der 50er Jahre beginnt dann das erste Kinosterben. In der Zeit reduziert sich die Besucherzahl in den deutschen Kinos von über 800 Millionen Besuchern im Jahr auf nur noch 115. Und die Zahl der Kinos verringert sich in der gleichen Zeit von ungefähr 7000 auf etwa 3000 Kinos. Die Gründe dafür sind nicht nur, wie meistens angenommen wird, das Aufkommen des Fernsehens, sondern auch das veränderte Freizeitverhalten. In der Wirtschaftswunderzeit war einfach wieder mehr Geld da und es gab mehr Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen, als es noch in der Nachkriegszeit gab. Die Heimatfilme, die direkt nach dem Krieg mit ihrer heilen Welt noch sehr erfolgreich waren, wurden dann zunehmend schlechter angenommen. Und was man auch sagen muss, es gab zu der Zeit dann auch einfach schon zu viele Kinos. Das heißt, es ist auch einfach eine gewisse Marktbereinigung eingetreten. Erschwerend kam außerdem für viele Kinobetreiber die Politik der damaligen Filmverleiher hinzu. Es gab damals noch die sogenannte Staffelbuchung. Das heißt, Kinobetreiber waren gezwungen, Filme über eine bestimmte Zeit zu spielen oder zu wirtschaftlich vielversprechenden Filmen auch solche abzunehmen, wo relativ klar war, die würden jetzt wenig einbringen, aber sie mussten sie eben trotzdem spielen, um die anderen zu bekommen. Inmitten dieser Kinokrise entsteht dann aber vor allem im studentischen Milieu und auch in der alternativen Szene dann eine neue Kinokultur, die sich ab ungefähr 1970 institutionalisiert. In dem Jahr eröffnet das erste kommunale Kino in Duisburg, das erste Programmkino, nämlich das Arsenal in West-Berlin, und dann auch schon kurz darauf das erste gewerblich geführte Programmkino, das Abaton in Hamburg. Ich habe jetzt hier eine Folie zu den kommunalen Kinos. Mit denen haben wir uns zwar eigentlich auf unserer Reise und bei unserer Forschung gar nicht befasst, aber man muss sie im Zuge der Geschichte des Programmkinos oder dieses neuen Kinotyps damals auch noch erwähnen. Die Maxime der kommunalen Kinos lautete, andere Filme anders zeigen. Und das haben sie auch mit den später entstehenden Programmkinos gemeinsam. Die Finanzierung aus Geldern der öffentlichen Hand hat natürlich erstmal kommerzielle Kinobetreiber auf den Plan gerufen, die gesagt haben, hier kommunale Kinos geht gar nicht, unlauterer Wettbewerb. Aber das sogenannte Frankfurter Urteil hat dann bestätigt, dass auch Kino ein Träger von Kulturgut ist und deswegen zur öffentlichen Förderung berechtigt. Der Name Programmkino leitet sich dann ab, eben aus diesem Programmkonzept, das man auch von den kommunalen Kinos schon kannte. Also Filme im Rahmen eines fest terminierten Monatsprogramms zu zeigen und die Filme darin auch in programmatische Zusammenhänge zu stellen, also zu Filmreihen oder Ähnlichem zusammenzuordnen.
Ein weiterer Unterschied zu den Gilde-Kinos war, dass die Programmkinos auch Musikfilme zeigten, Experimentalfilme, Dokumentarfilme und auch Retrospektiven und im Zuge dessen Stummfilme. Also nicht nur die gehobene Unterhaltung, sondern wirklich alles, was die Filmszene hergibt. Hans-Helmut Prinzler hat 1971 eine Schrift herausgegeben mit dem Titel Über das Kino machen, in der er nochmal sehr deutlich und sehr provokant beschrieben hat, wie dem Programm Kino funktioniert. Ich zitiere: Die Macher des neuen Kinos suchen sich ihre Filme zunächst einmal aus und lassen sie sich nicht zuteilen. Sie ordnen diese Filme zu Programmen und zerstören nicht Zusammenhänge. Sie führen die Filme sorgfältig vor und nudeln sie nicht einfach nur durch. Sie informieren über die Filme und werben nicht mit falschen Stimulantien. Sie interessieren sich für die Filme und für die Zuschauer und nicht zuerst fürs Geld. Diese Programmstruktur kann man hier ganz gut erkennen. Das ist ein Programm aus der Frühzeit, das Arsenal in Berlin. Man sieht also, das Programm ist für einen Monat komplett festgelegt, für jeden Tag. Die Filme laufen in festen Zeitstrukturen, den sogenannten Programmschienen. Und sie stehen immer in einem thematischen Zusammenhang. In diesem Programm gibt es also, ich weiß nicht, ob man es hier lesen kann, eine Reihe über Filmdiven. Es gibt eine Retrospektive des sowjetischen Films. Und es gibt auch das Thema Vietnam aus kubanischer Sicht. Programmkino in dieser Reinheit und dieser Strenge findet man heute aber nur noch selten. Anspruchsvolle Filme werden heute meistens in Kinos gezeigt, die wir in unserer Forschungsarbeit unter dem Begriff Arthouse-Kinos zusammengefasst haben. Arthouse-Kino ist ein Begriff, der 2002 von der AG Kino sozusagen als Marketinglabel, als Überbegriff für alle Filmkunstkinos in Deutschland eingeführt wurde. Und die Arthouse-Kinos sind in ihrer Art eigentlich den Gilde-Kinos aus den 50ern eng verwandt, denn sie zeigen gehobene Unterhaltung, durchaus anspruchsvolle Filme, aber sie verlängern die Laufzeiten, solange die Filme vom Publikum angenommen werden. Als Beispiel, als wir damals auf unserer Reise unterwegs waren, war der ganz große Arthouse-Hit Wie im Himmel. Den konnten viele Kinos damals in der Sonntagsmatinee über ein Jahr lang spielen, weil es immer noch Leute gab, die den noch sehen wollten oder nochmal sehen wollten. Dass sich viele Kinos auch vom Programmkino zum Arthouse gewandelt haben, zu dieser weniger strengen und nicht ganz so anspruchsvollen Form, hängt auch mit einer Entwicklung zusammen, die in den 80er Jahren beginnt. Und die Werner Grassmann, einer der Gründer des Abaton-Kinos in Hamburg, als das zweite Kinosterben bezeichnet hat. Zu der Zeit schaffen sich immer mehr Haushalte Videorekorder an. Das Privatfernsehen erreicht Deutschland und nimmt auch Einfluss auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das sich mit dieser neuen Konkurrenz auseinandersetzen muss. Was im Zuge dessen passiert, ist, dass Spielfilme, also Kinofilme, die bislang vor allem im Kino liefen, plötzlich auch zu Hause greifbar werden. Entweder als Video oder einfach, wie hier in dieser Grafik dargestellt ist, deutlich vermehrt im Fernsehen laufen. Und das betrifft vor allem natürlich das gesamte Filmrepertoire, also die Klassiker und die Wiederholungen, die man früher noch im Kino zeigen konnte, weil sie sonst nirgendwo zu haben waren. Und das war ja nun Domäne der Programmkinos. Das heißt, durch diese Entwicklung ist da für einen kompletten Programmteil plötzlich die wirtschaftliche Basis entfallen. So, die Reise beginnt. Es gibt trotzdem auch heute noch Kinos, die das Konzept des Programmkinos, so wie es ganz ursprünglich mal gedacht war, in dieser Form weiterverfolgen. Und ein Beispiel dafür ist das 3001 in Hamburg. Die Idee zur Gründung dieses Kinos entstand aus einem Café heraus, in dem freitags Filmvorstellungen stattfanden. Und 1991 wurde das Kino dann in den Räumen einer ehemaligen Füllfederhalterfabrik im Hamburger Schanzenviertel eröffnet.
Wir haben uns dort mit einem der Kinomacher getroffen, mit Jan Fangmeier. Und Jan Fangmeier ist, wie wir es oft vorgefunden haben, auf dem Umweg zum Kinomachen gekommen. Denn eigentlich ist er gelernter Gärtner und hat erstmal nur geholfen, das Gebäude herzurichten, hat Strippen gezogen und Teppich geklebt, wie er sagt, und ist dann einfach dabei geblieben bis heute. Insgesamt sind heute hier fünf Gesellschafter am Werk. Ursprünglich wurde das Kino von einem Kollektiv geführt, aber mittlerweile ist es eine ganz gewöhnliche GmbH. Und was ich schon sagte, zum Anspruch, das 3001 macht absolut anspruchsvolles Programm. Nach unserer Wahrnehmung eines der anspruchsvollsten in Deutschland. Unter anderem daran zu sehen, dass dieses Kino pro Monat ungefähr 30 verschiedene Filme zeigt. Wir machen einen Sprung nach Berlin. Auch das Bali, der Name ist eine Abkürzung und steht für Bahnhofslichtspiele, wie das so häufig bei Kinos der Fall ist, ist ein echtes Programmkino und hat wie seine Macherin einen engen Bezug zu der Geschichte dieses Konzepts. In seinen Räumen, die wir hier von außen sehen, wird schon seit 1946 Kino gemacht. Seine Hochzeit erlebte das Kino allerdings in den 70er Jahren, als es Manfred Salzgeber gehörte. Da war es das politische Kino in Deutschland und Manfred Salzgeber zeigte dort Filme aus seinem eigenen Verleih. 1979 übernimmt das Kino Helgard Gammert, die zuvor mit Manfred Schobert in Walter. Walter, auch dieser, ja, Auch dieser. zusammen auch mit dem, mit Walter Schobert das kommunale Kino in Mannheim geführt hatte. Über diese Zeit sagt Frau Gammert, ich zitiere: Kino war das Medium der Zeit schlechthin. Da hatte man seine Identifikation, man hatte seine Visionen und Helden. Das hatte eine Auswirkung fürs Privatleben. Aber heute ist es nicht mehr wie in den 70ern. Auch ein großer Reiz verliert irgendwann. Der Mainstream aus den USA hat viel kaputt gemacht. Aus einem Bewusstsein ist ein Markt geworden. Trotzdem möchte sie nach wie vor die Menschen zum Nachdenken anregen. Und das geht nun mal am besten mit Film. Da sie sich aber ein bisschen verweigert, haben wir sie gefragt, kann man denn überhaupt Kino machen, ohne sich von ökonomischen Zwängen vollkommen bestimmen zu lassen? Sie sagt, ganz kann man sich nicht befreien. Die Leute wollen nichts Ernstes sehen. Dabei ist das Schönste intelligente Unterhaltung. Aber es ist schwer. Wir haben in den 70ern Filme gezeigt, um gesellschaftliche Zeichen zu setzen. Das geht heute nicht mehr so einfach. Da müssen auch mal andere Filme ins Programm. Obwohl. Also Filme, die ich nicht mag, belästigen mich richtig. Ich wollte jetzt zum Beispiel Der Duft von Lavendel nicht zeigen. Aber es haben mich so viele danach gefragt, meine Güte, dann tue ich ihnen den Gefallen. Und dann waren da nur alte Frauen drin. Eigentlich muss man seiner Handschrift treu bleiben, schon vom Kinderprogramm an. Denn bei mir wissen die Leute hundertprozentig, dass sie nicht verarscht werden. Man muss die Leute heute zu Hause abholen und sie ernst nehmen, ihnen zuhören. Das sind nicht nur zahlende Kinokarten. Unsere Reise stand damals unter dem Eindruck der Kinokrise 2005, dem Jahr mit dem schwersten Besucherrückgang in der gesamten Nachkriegszeit. Frau Gammert aber nutzte das und trotzte der Krise auf ihre Art. Sie renovierte ihr Kino. Für mich war das Krisenjahr 2005 eine innere Innovation. Ich mache das Kino schön. Ich habe mich dafür neu verschuldet, aber das war okay. Und weiter sagt sie, es war ein Aufbruchsjahr. Die letzte Phase, wo ich ganz präsent bin. Ich habe für mich beschlossen, dass ich nicht mit den Füßen zuerst rausgetragen werden will wie andere Kinoverrückte. Ich habe keine Angst, hier rauszugehen. Nicht solange es Bücher gibt. Ich will die Zeit nicht aufhalten. Zum Glück bewegt sich die Zeit und die Gesellschaft. Aber es dürfen nicht immer nur Märkte bestimmen. Das Beste, was mir passieren konnte, war ein Kino zu haben, um das ich kämpfen musste. Wenn das Kino gut gelaufen wäre, wäre ich satt geworden. Sie führt das Bali bis heute. Ja, und mindestens ebenso kompromisslos wie im Bali wird auch im Werkstattkino in München Programm gemacht und Kino gemacht. Im Hinterhof der Gaststätte Fraunhofer, das ist im Glockenbachviertel, führt eine Treppe in den Keller zu dieser Tür. Und das ist der Kinoeingang. Das ist sehr einladend. Also ich weiß auch, wie wir das erste Mal dort vor dieser Tür standen, die ja nun auch keine Klinke hat.
und ein bisschen verwirrt waren, sind wir hier jetzt richtig und wie kommt man denn nun rein und wann geht's weiter? Wir haben dann gelernt, im Werkstattkino macht immer eine Person allein die komplette Vorführung. Das heißt, die Vorbereitung des Films, Einlass, Kasse, Getränke und dann auch später die Filmvorführung. Deswegen ist auch nach Beginn der Vorstellung definitiv kein Einlass mehr. So, und das Bild ist für diejenigen, die sich gefragt haben, woher der Begriff Kinopalast kommt. Das ist das pompöse Foyer des Werkstattkino mit Kasse und Erfrischungstheke. Und das hier ist der Zuschauerraum. Der Raum war ursprünglich die Kegelbahn der Gaststätte Frauenhofer, die oben drüber liegt. Seit 1976 wird dort Kino gemacht. Im Keller nebenan hat noch bis 1977 einer der Kinomitgründer gewohnt, zusammen mit dem zuerst verwendeten 16 mm Projektor und mit seinem Motorrad. Später sind dann zwei Ernemann 35 mm Projektoren aus den späten 30ern eingezogen. Und die haben tatsächlich auch 2006, als wir dort zu Besuch waren, noch treu ihren Dienst verrichtet. Dieser Keller ist aber außerdem auch noch Lager und Büro. Und wir haben uns dort mit dem Herrn hier getroffen. Der ist in der Kinoszene als Wolfi bekannt, Wolfgang Bielmeier. Auch er hat so den klassischen Bildungsweg zum Kinomacher beschritten. Er erzählt: Ich bin immer gerne ins Kino, schon als Kind. Ich war als Schüler Kartenabreißer, erst im Filmmuseum und dann hier. Irgendwann, als ich gerade beim Abi war, haben die mich dann gefragt, ob ich mitmachen will. Und ich habe dann alles geschmissen und seitdem mache ich Kino. Ich habe nie Abi gemacht, aber das hier ist der schönste Job, den man machen kann. Das hier ist ein ganz berühmter Kalender. Und zwar ist es der Programmkalender, in den jeder Kinomacher im Programmkino einträgt, was er persönlich für Filme zu spielen ge gedenkt. Und so wird dann auch wirklich das Programm gemacht. Es wird nicht mit den Kollegen abgestimmt und jeder ist auch selbst verantwortlich dafür, dass das dann irgendwie Geld einspielt. Wir haben uns einmal die Frage erlaubt, wie denn Kinomachen unter diesen Gesichtspunkten so wirtschaftlich funktioniert. Und die Antwort war gar nicht. Man muss dann schon mal diskutieren, ob das jetzt geht oder nicht und wie man dann irgendwie auf irgendeinem Weg wieder Geld beschafft. Aber wenn es ganz eng wird, hat das Werkstattkino auch noch ein eigenes Archiv mit damals schon über 1000 Filmkopien, die auch im Verleih sind. Bis Anfang der 90er Jahre geriet das Werkstattkino wegen der Filme, die dort gezeigt werden, nämlich bevorzugt Sex, Trash und Horror, immer wieder mal in Konflikt mit Sittendezernat und Staatsanwaltschaft. Es kam auch mehrfach vor, dass Filmvorführungen unterbrochen und Filmkopien beschlagnahmt wurden. Bei einer dieser Aktionen gelang es den Kinomachern aber zum Beispiel auch, den Polizisten dann mal einfach eine falsche, also harmlose Kopie unterzujubeln, was natürlich einen entsprechend schönen Effekt vor Gericht hatte. 1992 wurde es dann ein bisschen einfacher fürs Werkstattkino. Damals wurde ein Paragraph im Strafgesetzbuch gelockert, der sich mit dem Verbot exzessiver Gewaltdarstellung beschäftigt. Heute aber, das haben wir vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle bei einem Vortrag gelernt, Bernd Bremer aus dem Werkstattkino hat das erzählt, müssen sich die Kinomacher vor den Müttern im Glockenbachviertel rechtfertigen für die Plakate, die sie draußen in den Schaukasten hängen. Wir bleiben in Bayern, aber es geht zurück aufs Land. Deswegen zunächst ein Exkurs über Provinzkinos. Filmkunst heißt auf dem Land, haben wir festgestellt, häufig noch Auslesefilm. Und ambitionierte Kinos haben es dort natürlich noch mal schwerer als in der Großstadt, wo es zumindest noch irgendwie ein studentisches Publikum gibt. Das Filmangebot und die Programmstruktur entsprechen deswegen im besten Fall eher dem, was man in der Stadt als Arthouse-Kino kennt. Als Zugeständnis an Wirtschaftlichkeit und auch an die Publikumsstruktur, die man vorfindet,
müssen aber auch andere Filme gespielt werden. Und das sind vor allem Kinder- und Familienfilme, die dort gut funktionieren und mit denen man dann restliche Teile des Programms einfach mitfinanziert. Was für die Provinzkinos auch eine sehr große Rolle spielt, sind Förderkopien und Kinoprogrammpreise, die einfach als Überlebenshilfe dienen, damit man auch mal an Filme kommt, die man sonst als kleines Kino auf dem Land nicht zum Bundesstart bekäme oder mit denen einfach Lücken im Programm gegenfinanziert werden können. Ja, und hier haben wir es also, das Roxy-Kino in Abensberg, in der Nähe von Regensburg, das sich als überaus erfolgreich gezeigt hat und auch anscheinend über die Jahre gehalten hat. Ich habe es auch gerade nochmal nachgeschaut. Das Programm entspricht, wie es gerade genannt wurde, Arthouse, Kassenschlager und Familienunterhaltung. In den Landkinos in Familienbesitz haben wir immer wieder festgestellt, dass diese mit viel Liebe zum Detail, mit Durchsetzungskraft und Traditionsbewusstsein geführt werden. Hier reichen die Highlights vom ausgeklügelten Popcorn-Rezept bis zum 7 Meter langen Dinosaurier aus Pappmaché im Foyer. Natürlich selbst gemacht. Besucherbindung wird hier sehr ernst genommen. Wenn zum Beispiel Besucher nach einem bestimmten Film fragen und dieser Film wird dann tatsächlich ins Programm aufgenommen, hängt sich die Kinobetreiberin ans Telefon und macht erstmal einen Rundruf. So, der Film läuft jetzt bei uns. Ihre Stammkundin hat die Kinobetreiberin aber auch so sicher, denn die Auslesefilme werden in der Regel von mehr Frauen als Männern besucht. Deswegen werden diese Filme mittwochs gezeigt. Da gucken die Männer nämlich Fußball. So wie heute Abend. Ne? Anstoß 8:30. Halb neun. Ja. Wir kommen noch rechtzeitig durch. Kino und Wohnhaus sind beim Roxy untrennbar miteinander verbunden. Zum Projektionsraum gelangt man über das Foyer, durch den Kassenraum und die Wohnung der Schwiegermutter, der ursprünglichen Kinobetreiberin. Deren Wohnung sehen wir hier. Die 83-Jährige ist bis zum Schluss noch mit eingesprungen, wenn Not am Mann war. Dann hat sie sich die Haare schön gemacht und an die Kasse gestellt, um Karten zu verkaufen. Das ist also, wie gesagt, der Flur. Dreht man sich um, zieht man diese drei Stufen zum Vorführraum. Kino machen ist in dieser Familie der Alltag. Das Kino wurde 1956 gegründet, 1994 an den Sohn übergeben. Heute wird es in erster Linie von seiner Frau geführt, Gerda Kreuß, die als Angestellte in einer Apotheke tätig war und dann später als Außendienstlerin gearbeitet hat, die klassische Kino-Quereinsteigerin. Ihren Alltag beschreibt sie mit Kinder, Kino, Küche. Da kann man den ganzen Vormittag telefonieren, jeden Montag wegen der Filmdisposition und mittags kommen dann doch der Mann und das Kind nach Hause und wollen ihr Essen haben. Ist pragmatisch auf dem Land. Das ist der Vorführraum im Roxy. Und hier hatten wir eine der kuriosesten Begegnungen auf der ganzen Reise. Wir haben dort den Vorführer kennengelernt, ein junger Mann von knapp 20. Der hat uns so ein bisschen von seiner Arbeit erzählt und hat eben auch von dem damals vermutlich schon recht betagten Vorführer erzählt, von dem er gelernt hat. Ich zitiere: Wenn der denselben Film gezeigt hat wie ich, war der 30 Minuten früher fertig. Ich habe erst gesucht und gedacht, der hat da irgendwo einen Schnelllauf oder so. Aber der hat einfach mal eine Filmrolle weggelassen. Merkt ja auch keiner, der den Film nicht kennt, außer es kommt mal eine Figur vor und sich denkt, hä, wo kommt der denn jetzt her? Und dann hat er uns auch von einer denkwürdigen Kinovorstellung dort erzählt. Einmal lief ein ganz komischer Film. Ein ganz alter. Ganz alt aufgenommen. Der hat noch so geflackert und so. Der hat auch keine Musik gehabt und keinen Ton. Also, man hat sich vorstellen müssen, wie die Leute reden. Gesehen hat man das ja schon. Und dann standen da Leute unten, haben Musik dazu gemacht. So dü dü dü. Der war ganz komisch. Aber das Gute war, der hat nur 45 Minuten gedauert. Müsst ihr hier auch mal probieren. Wir haben dann noch eine starke Kinofrau getroffen. Wir haben festgestellt, es gibt überhaupt erstaunlich viele Frauen, die Kinos führen. Eine mit einer äußerst interessanten Geschichte hat das Kino in Bad Wildbad geführt. Hier ist das Kino nicht so direkt in einem Zweckbau untergebracht, sondern im Kurhaus, auch bekannt als Haus des Gastes. In diesen heiligen Hallen erwartet man natürlich etwas ganz, ganz Besonderes.
Diese Erwartung wird auch weiter geschürt, wenn man den Kinoeingang sieht, übrigens direkt gegenüber vom Fernsehzimmer. Das Haus des Gastes ist da ganz undogmatisch. Innen drin ist es dann ein bisschen weniger pompös, aber dafür umso liebevoller dekoriert. Von dieser Dame, Annegret Schumann. Annegret Schumann stammt aus Namibia. Der wöchentliche Kinobesuch, als große Reise mal inszeniert, war dort gang und gäbe. Ihren ersten Fernseher hat sie erst 1984 gesehen, als sie nach Deutschland kam. Das Bad Wildbader Kino übernahm sie spontan auf eine Zeitungsannonce hin. Sie hatte einfach mal Lust, was ganz anderes zu machen. Also machte sie Kino. Allen Widerständen zum Trotz allerdings, denn sie hatte die Filme nur im Nachspiel. Das Projizieren hat sie von Schülern gelernt und schließlich starb auch ihr Ehemann. Aber genau dann bekam sie den ersten großen Film zum Start. Richtig viele Besucher. Aber genau dann ging der Röhrenverstärker kaputt. Und sie musste wochenlang während jeder Vorstellung immer alles mühsam nachjustieren, damit überhaupt der Ton ging und nicht immer wieder leiser wurde, wie das bei dieser ersten großen Vorstellung der Fall war. Bis sie schließlich eine gebrauchte Dolby Surround-Anlage anschaffen konnte. Ich habe alles allein gemacht, erzählt uns Frau Schumann. Die Wände gestrichen, Filme bestellt, Karten verkauft, vorgeführt, geputzt, Getränke gekauft, Programme geschrieben und verteilt. Immer wieder gab es aber auch Aktionen für die Zuschauer. Man muss ja seine Besucher an sich binden. In einen Film über Vorwerkvertreter kamen alle umsonst rein, die einen Staubsauger dabei hatten. Da kamen die aus der Klinik mit ihren Rollstühlen und drei Industriestaubsaugern. Wenn es ein trauriger Film war, habe ich Tempos ausgeteilt. Zu jedem Film habe ich was dazu gesagt. 2006 kam dann trotz aller Anstrengungen und sich immer auch wieder einstellender Erfolge das aus. Mehr oder minder freiwillig, denn Frau Schumann fehlten die Wochenenden, ihr fehlte die Zeit mit den Kindern. Und dennoch sagt sie, wenn ich jetzt so drüber rede, merke ich, es war mein Lebensinhalt. Im März 2015 hat ein Verein das Kino nach dreijähriger Pause wieder eröffnet. Die Resonanz bis jetzt? Leider zaghaft. Anders dagegen beim Kinomobil. Das Kinomobil ist, wie der Name schon sagt, ein Wanderkino. Gibt es auch heute noch tatsächlich. Und in diesen VW-Bus passt tatsächlich alles rein, was man für eine Filmvorführung braucht, von der Leinwand bis zum Projektor. Betrieben wird das Kinomobil von einem Verein mit damals 8 Mitgliedern. Und im kommenden Jahr wird der Verein sein 30-jähriges Bestehen feiern. Gegründet wurde er von Klaus Hübner, dem ehemaligen Leiter, schon wieder des kommunalen Kinos in Stuttgart diesmal. Wir haben das Kinomobil in Rhein-Münster getroffen. Dort fand die Vorführung in der örtlichen Festhalle statt. Eine der mittelgroßen Spielstätten, vom Klassenzimmer bis zu richtig großen Hallen, ist alles dabei, hat uns der Vorführer erzählt. Der Vorführer ist Christian Weißhäupl und Thema Bildungsweg war vorher Langzeitmedizinstudent ohne Abschluss. Christian Weißhäupl hat uns übrigens erzählt, dass seine Ex-Freundin hier im Filmmuseum als Bibliothekarin gearbeitet haben soll, aber es muss jetzt niemand die Hand heben. Christian findet die Arbeit beim Kinomobil spannender als normales Kino. Er erzählt, es ist nicht so dröge, man spielt nicht wochenlang denselben Film. In so einem kommunalen Kino oder Programmkino würde das auch Spaß machen, aber hier hat man mehr Abwechslung und ist auch in der frischen Luft. Ein normaler Vorführer sitzt ja nur in seinem Kapuff und findet alles vor. Wir müssen uns viel mehr Gedanken über die Vorführung machen, um das Optimum rauszuholen, das am jeweiligen Ort möglich ist. Und diese Mühe und auch, man muss wirklich sagen, Liebe, mit der er das tut, sieht man schon an dem Setting hier. Den tragbaren Projektor stellt er also bevorzugt in einem Türdurchgang auf, damit er zumindest so ein bisschen außerhalb des Saals ist. Und dieser ausgeklügelte Vorhang hier ist selbst gebastelt. Der soll natürlich einerseits den Lichteinfall reduzieren und zum anderen auch den Schall vom Projektor etwas dämpfen. Der Vorführer muss auch wirklich sein Kino regelrecht bauen. Das heißt, es müssen natürlich Stühle aufgestellt werden und so weiter. Die Leinwand muss aufgestellt werden. Da sind zwei Formate zur Auswahl, 3x5 und 4x6 Meter.
Mit großem Stolz hat uns Christian erzählt, dass er auch alle vier gängigen Bildformate korrekt vorführen kann. Das findet man selbst in vielen ortsfesten Kinos heute nicht mehr. Und natürlich muss er außer dem Projektor auch noch schauen, wo stellt er die Lautsprecher auf, wo kann er sein Mischpult, seine Tonanlage und so weiter unterbringen. So sieht es dann bei einer typischen Nachmittagsvorstellung aus. Richtig dunkel wird es natürlich nicht mit zugezogenen Vorhängen. Aber wie Christian sagt, auf dem Land kannst du eh nicht knutschen, da kennt jeder jede. Das Kinomobil fährt an über 300 Spieltagen im Jahr morgens von Stuttgart aus los und gastiert übers Jahr hinweg in rund 70 verschiedenen Gemeinden, die immer wieder angefahren werden. Dort werden dann drei Vorstellungen gegeben, also Kinder-, Jugend- und Abendvorstellung. Und abends geht es wieder zurück nach Stuttgart. Tatsächlich gäbe es sogar noch mehr Nachfrage, aber die kann aus Kapazitätsgründen nicht erfüllt werden. Dennoch erreicht das Kinomobil rund 30.000 Zuschauer im Jahr und wenn man das auf die Zahl der Vorstellungen runterrechnet, ist es ein Schnitt von ungefähr 30. Der ist, muss man sagen, sehr respektabel, gerade für Kinos auf dem Land oder auch Programmkinos. Auflage fürs Kinomobil ist, dass sich im Umkreis von 10 Kilometern kein festes Kino befinden darf. Das wird auch von den Kinobetreibern in der Gegend sehr aufmerksam beobachtet und auch gerne mal irgendwie auf Google Maps nachgeprüft. Außerdem muss ein geeigneter Raum vorhanden sein, also idealerweise für mindestens 100 Zuschauer. Und ausreichender Abstand zur Leinwand und Verdunklung sollten natürlich möglich sein. Der Besuch des Kinomobils ist für die Gemeinde grundsätzlich kostenfrei, muss aber dann bezuschusst werden, wenn die drei Vorstellungen an einem Tag gemeinsam weniger als 200 Euro einbringen. Auch die Handzettel und die Plakate für die Werbung werden vom Kinomobil angeboten. Für die Verteilung ist die Gemeinde selbst verantwortlich. Bei der Filmauswahl, das hat uns sehr positiv überrascht, wird wirklich auf Qualität geachtet. Natürlich sind in manchen Monaten auch die üblichen familientauglichen Kassenschlager dabei. Aber bevorzugt werden tatsächlich wirklich hochwertige Kinderfilme. Also Kinderkino spielt hier ein sehr großes Programm, wie es überhaupt auf dem Land der Fall ist. Und abends spielt man auch gerne Arthouse oder auch Dokumentarfilme. So, Harsefeld liegt im Landkreis Stade. Nicht sehr weit von Hamburg, aber doch schon ziemlich auf dem platten Land. Und die Harsefelder Lichtspiele waren eins der absoluten Highlights auf unserer Reise. Und das nicht nur, weil sie auf eine mittlerweile über 80-jährige Geschichte zurückblicken können. Wir kamen hier vor diesem Gebäude vor wirklich fast auf den Tag genau 9 Jahren an. Es war elend kalt und es war furchtbar nass. Und die Hotelbetreiberin, Marga Engelmann, hat uns in ihrem Gasthof empfangen, hat uns erstmal was Heißes zu trinken gegeben, hat uns dann die Geschichte ihres Kinos erzählt, denn hier sind tatsächlich Hotel, Gaststätte und Kino eins. Es ist das wahrscheinlich einzige Kinohotel in Deutschland. Es gibt aber noch eine weitere Besonderheit, nämlich ist es nicht nur ein Kinohotel, sondern das Kino darin ist auch noch ein sogenanntes Verzehrkino. Das ist ein Konzept aus den 70ern, das heute weitgehend ausgestorben ist. An allen Plätzen befinden sich diese kleinen Leuchten, die man hier auf dem Bild sieht, und Tischchen. Und die Lichter werden während des Films dann gedimmt, sodass man zwar den Film sehen kann, aber auch noch eine kleine Karte lesen kann, auf der verschiedene Snacks und Getränke angeboten werden. Die Tonanlage in Harsefeld ist zwar bis auf den heutigen Tag mono, aber als technisches Highlight gibt es diesen kleinen Knopf an jeder Lampe. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt aus einer Ecke des Saals eine Bedienung gehuscht, so leise es möglich ist, nimmt die Bestellung auf und bringt einem dann eben, was man möchte. Eis, Erdnüsse oder auch ein Pilz. Und übrigens kein Flaschenbier, sondern wirklich frisch gezapftes Pilz aus der Gaststätte nebenan.
Das hier ist die gute Frau, Frau Engelmann, in ihrem Reich im Vorführraum. Und Frau Engelmann hat uns die Geschichte ihres Kinos so schön und so authentisch erzählt, dass wir sie jetzt tatsächlich so wiedergeben, so vorlesen werden, wie sie uns erzählt hat und so gut wir damals den Wortlaut im Gespräch aufnehmen konnten. Wir nehmen an, dass das Kino 1928 gegründet wurde. Genau wissen wir es nicht, aber bei der Renovierung haben wir unter den Tapeten Zeitungen aus diesem Jahr gefunden. Der Saal war ursprünglich ein Tanzsaal. Die heutige Decke muss irgendwann eingezogen sein, denn als ich mal oben war, habe ich drüber geschnitzte Balken gesehen. Es war wirtschaftlich keine einfache Zeit. Was meinen Großvater zur Kinogründung bewogen hat, weiß ich nicht. In dem Haus, in dem heute die Gaststätte ist, wohnte zu der Zeit ein Optiker, der Klavier spielen konnte. Der hat die Firma begleitet und sich damit auch die Miete erspielt. In den Kriegsjahren war es auch nicht einfach. 1941 hat der TÜV gefordert, die Notbeleuchtung zu erneuern. Das Schreiben habe ich noch heute. Da steht drin, dass es eine Aufschubfrist bis Kriegsende gab. Dabei war gar nicht abzusehen, wann das sein würde. Die Männer waren im Krieg, also mussten meine Tanten den Filmvorführschein machen. Meine Großmutter hat die Verträge mit den Filmvertretern gemacht. Als mein Vater aus dem Krieg zurückkam, musste er noch 2 Jahre lang Filme spielen, die vertraglich vereinbart waren, weil sie sich hatte überreden lassen. Wenn in der Nachkriegszeit was kaputt ging, ist man mit Speck in der Tasche nach Hamburg gefahren. Und wer ins Kino kam, musste was zum Heizen für den Ofen mitbringen. Meine Großmutter saß mal 2 Tage im Gefängnis, das ist heute das Heimatmuseum, weil sie die Ausgangssperre nicht beachtet hatte. In dieser Zeit war das Kino wichtig für die Frauen, für die Witwen und die Frauen, deren Männer noch in Gefangenschaft waren. Die Söhne führten nämlich die Mütter ins Kino aus. Das war das Erste, was die wieder machen konnten. Mein erster Film war Bambi. Den habe ich auf dem Schoß des Toneinstellers gesehen. Damals hatte man ja noch mehrere Leute wegen des brennbaren Films. Den Vorführer, den Umroller und den Toneinsteller. Die Gehaltsquittungen haben wir noch heute. Da wurde noch akkurat abgerechnet. Heute geht das ja wegen der Zeit gar nicht mehr. Die Sahnebonbons in der Rolle haben wir verkauft wie Popcorn und die Kinder haben damit geworfen. Mit dem Ausfegen haben wir unser erstes Geld verdient, meine Schwester und ich. Es gab ersten, zweiten und dritten Platz in den vordersten Reihen noch mit Holzstühlen. Als die Bestuhlung dann erneuert wurde, hat mein Vater gesagt, da stehen jetzt 3 Volkswagen im Kino. Das Fernsehen war dann der erste Knack. Früher hat man noch die alten Teile wieder aufgeführt, wenn ein neuer James Bond, Winnetou oder Bud Spencer anlief. Das geht ja heute nicht mehr. Es wurde immer schlechter. Wenn man Anfang der 70er Jahre gefragt hat, und, wie lief's denn im Kino? Da hat er an der Kasse 10 Finger hochgehalten. Oder 5. Oder noch weniger. Der Vertreter von der Konstantin gab meinem Vater dann den Tipp mit dem Verzehrkino, weil dessen Bruder gerade eins eröffnete. Mein Vater wollte eigentlich gar kein Geld mehr in das Kino reinstecken, hat sich das aber 1977 angeguckt und kam ganz begeistert zurück. Das machen wir auch. Wir machen das ganz einfach. Wir reißen jede 2. Reihe raus, Teppich rein, die Tische und die Lampen sind noch das Teuerste. Auf einmal brummte der Laden, das war der Clou. Bis heute eigentlich. Dann kam das mit dem Programmkino. Es gab so verschiedene gute Filme, die lange im Mittelfeld liefen. Ich hatte da immer Interesse dran, aber auch etwas Angst. Und dann kam Das Leben ist schön. Ich habe drüber gelesen und das passte gar nicht in mein Weltbild. KZ und Clown, das ging für mich nicht. Aber als ich mal nicht wusste, was ich spielen soll, dachte ich mir, spielst du den einfach. Und der lief bombig. Das muss man eigentlich viel öfter machen. Aber man sitzt wie in einer Glaskugel. Ein andermal kam ein Mann und fragte nach einem Film für seine Frau. Die musste immer ins Abaton fahren. Das war die offene Tür. Da habe ich einen Filmstammtisch gegründet. Und die Filme liefen. Frauen sind die Entscheider, habe ich gemerkt. Vor 3 Jahren ging dann das Dach kaputt. Ich hatte kein Geld und Tränen in den Augen. Ich habe überlegt, eine Lagerhalle draus zu machen, wie sie viele Bauern hier haben. Wenn diese Kinotür schließt, gibt es hier nie wieder ein Kino. Das muss man auch mal so deutlich sagen, damit die Leute das überhaupt merken. Eine Kollegin hat mir dann geraten, mich für den Kinoprogrammpreis zu bewerben. Ich habe ja nicht dran geglaubt, aber versucht habe ich es mal. Das war viel Arbeit und ich hatte eigentlich keine Hoffnung. Dann dauerte es ein paar Monate und ich habe es erst mal vergessen. Schließlich kamen wir zurück aus dem Urlaub und auf dem Poststapel mit der Werbung war ein Brief aus Bonn. Ich habe gedacht, das ist das neue Jugendschutzgesetz und habe das erst mal zur Seite gelegt.
Eine Woche später wollte ich es aufhängen und es war der Brief von der Jury. Da stand, dotiert mit 5000 Euro. Ich habe es allen zu lesen gegeben, ob ich das richtig verstehe. Ich konnte es gar nicht glauben. Dann kam noch ein Darlehen der Filmförderungsanstalt. Damit habe ich das Dach dicht gemacht. Ich hatte sogar zwei Architekten aus München da. Die haben gesagt, in München wäre das ein Szenekino. Das muss alles so bleiben. Die Wasserflecken an der Decke, die müssen bleiben. Ja, habe ich gesagt, in München wohl, aber nicht in Hasefeld. Das letzte Kino, das wir Ihnen zeigen werden, wurde auch in einem eigenen Film porträtiert, der auch hier in der Filmreihe lief. Es handelt sich um Marias Kino in Bad Endorf in der Nähe von Rosenheim. Ursprünglich eröffnet von Maria Stadler als Kurfilmtheater Bad Endorf und heute benannt nach ihr. Das Kino wurde 1953 gegründet und Maria Stadler war schon in den Jahren vorher, seit Kriegsende, mit einem Wanderkino unterwegs. Das war damals nicht ungewöhnlich, denn viele Kinobetreiber waren erstmal als Wanderkino unterwegs, bis sie das Kapital zusammen hatten, um sesshaft zu werden mit ihrem Kino. Viele der Kinos aus dieser Zeit sehen sich ziemlich ähnlich. Auch Marias Kino ist ein gutes Beispiel. Einige waren sogar als Fertigtheater lieferbar, also reine Zweckbauten. Im Fall des Endorfer Kinos befindet sich aber oben auch noch, das ist hier, wo die Fenster sind, die Wohnung von Maria Stadler. Und das sieht man auch hier an der rechten Seite, da befinden sich ja zwei Türen. Die eine führt in die Wohnung und die andere führt in den Vorführraum, der damals aus brandpolizeilichen Gründen noch getrennt zugänglich sein musste. Im Winter 1976/77 drehte Doris Dörry, damals noch Studentin an der HFF in München, zusammen mit Wolfgang Berndt einen Dokumentarfilm über Maria Stadler. Der Film zeigt eine Frau von über 60, die alleine Tag für Tag ihr Kino mit selbstgehacktem Holz heizt, die Rockkonzerte und Kasperletheater veranstaltet, weil die Kinobesucher ausbleiben, die die Filme mit dem Fahrrad vom Bahnhof abholt, die selber an der Kasse sitzt, vorführt und putzt und die daneben auch noch ihren früheren Vorführer pflegt, weil der inzwischen invalide ist. Als wir 2006 in Marias Kino waren, haben wir nicht schlecht gestaunt, denn das Kino ist tatsächlich fast ein Museum für sich. Denn wenn man den Film sieht, hat sich seit den 70ern dort praktisch nichts verändert. Wenn man jetzt mal von den Filmen auf den Plakaten absieht und davon, dass der Umspultisch mittlerweile elektrisch ist und nicht mehr mit Handkurbel. Das trifft übrigens auch auf die Projektoren zu, die im Jahr 2006 immer noch mit Kohlebogenlampen betrieben wurden, nicht mit Halogen- oder Xenonlampen wie damals längst üblich. Das gab es zu der Zeit unseres Wissens nur noch in zwei Kinos in ganz Deutschland. Und die Kohlestifte dafür wurden eigentlich auch schon gar nicht mehr hergestellt, aber es gab noch Vorräte. Auch Dimmer und Vorhang werden recht archaisch betrieben. Man sieht hier Handkurbel mit Fahrradkette. Und das ist der Kinosaal, auch damals weitestgehend im Originalzustand erhalten. Es wurden zwar zwischenzeitlich mal Polsterstühle nachgerüstet, aber die waren auch schon wieder sehr zerschlissen und das ganze Kino insgesamt recht renovierungsbedürftig. Maria Stadler starb 1994. Damals wollte die Gemeinde das Kino eigentlich schnell abreißen, um Baugrund aus dem Grundstück zu machen. Allerdings fanden sich dann, und auch das ist nicht ganz ungewöhnlich, eine Reihe von Enthusiasten, die kurzfristig einsprangen und das Kino bis heute in einer Gruppe von ungefähr 20 Leuten komplett ehrenamtlich führen. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs damals planten die Kinobetreiber gerade die Anschaffung eines Digitalprojektors. Der sollte in einem Raum über dem eigentlichen Vorführraum, nämlich in Marias ehemaligem Schlafzimmer, installiert werden. Das wirkt erstmal in so einem Kino wie ein Sakrileg, war aber eine Frage, mit der sich
damals tatsächlich auch Programmkinobetreiber schon intensiv auseinandersetzen mussten. Es wurde einfach zu der Zeit absehbar, dass an der digitalen Projektion auf Dauer kein Weg mehr vorbeiführen wird. Und deswegen will ich zum Ende des Vortrags zu diesem Wendepunkt in der Kinogeschichte auch noch ein paar Sätze sagen, wenn auch aus damaliger und nicht aus heutiger Sicht. Gerade für Filmkunstproduktionen darf man ja nicht von riesigen wirtschaftlichen Erfolgen ausgehen. Genauso wenig für Dokumentarfilme. Also, wenn Filmemacher kleine Budgets haben, bringen digitale Formate große Kostenvorteile, weil einfach 35 mm Kopien so teuer in der Herstellung waren. Die Kostenvorteile liegen allerdings hauptsächlich in der Produktion beim Filmverleih. Für die Kinobetreiber dagegen heißt es pro Leinwand, die umgerüstet werden muss auf andere Projektoren, 50 bis 100.000 Euro Investitionskosten. Und die große Frage damals so in den Jahren 2005, 6, 7, als wir das intensiv verfolgt haben, war schlicht, wo soll dieses Geld herkommen bei 4.800 Leinwänden in Deutschland, die auf Dauer alle umgerüstet werden müssen. Die Frage war aber nicht nur die der Finanzierung, sondern auch, was bringt es denn eigentlich? Auf der einen Seite hat natürlich viele Kinobetreiber die Hoffnung, sie könnten jetzt alle Filme zum Bundesstart spielen, weil es keine Beschränkungen mehr in der Kopienzahl gibt. Andererseits haben viele gesagt, oh je, dann werden ja alle bloß noch die großen Blockbuster spielen und die Filmfalt auf den deutschen Leinwänden bleibt komplett weg. Kleine Produktionen haben sich natürlich Hoffnung gemacht, dass sie es leichter haben werden, ins Kino zu kommen. Auf der anderen Seite war dann aber auch die Frage, naja gut, wenn die ganzen kleinen Filme jetzt auch im Kino laufen, dann haben wir viel zu viele Filme im Kino. Wie soll das noch alles auf die Leinwände passen? Also ganz unterschiedliche Diskussionen, zu viele Filme, zu wenig, man wusste es einfach nicht. Ganz intensiv diskutiert wurde natürlich auch die Frage der Bildqualität. Die 35 mm Verfechter haben gesagt, ja, die Beamer sind alle noch so niedrig auflösend, das Bild taugt nichts, lieber eine schöne, hochauflösende 35 mm Kopie. Auf der anderen Seite gab es natürlich das Argument, dass in der Praxis die Vorführkopien meistens von doch recht mäßiger Qualität waren und man sich Hoffnung gemacht hat, digital gleichbleibende Qualität und vor allem auch für alle die gleiche. Sobald die Projektoren gut genug sind, wird es besser werden. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater hat damals geschätzt, dass die Übergangszeit für die Digitalisierung der Leinwände etwa 6 bis 10 Jahre betragen würde. Und ich muss sagen, zu meiner großen Überraschung, ich habe es damals nicht geglaubt, aber der HDF hat tatsächlich recht behalten, denn heute sind praktisch alle Leinwände umgerüstet. Eins gilt aber unabhängig von der Projektionstechnik unverändert. Mach dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für euren tollen Vortrag und für die ganz vielen unterschiedlichen Kinogeschichten. Gibt es denn direkt Fragen aus dem Publikum? Dann würde ich mit dem Mikro hinkommen. Ja, das war super spannend. Vielen Dank. Mich würde interessieren, wie ihr auf die Kinos gestoßen seid. Also wie ihr sozusagen die Recherche gemacht habt. Was gibt es für Kinos und welche besuchen wir? Das fände ich spannend zu erfahren. Also, wie gesagt, Ernst Zebeditz hat uns ja damals halblegal, muss man sagen, aber ich glaube, das ist inzwischen verjährt, die Einreichungen der Kinos zum Kinoprogrammpreis des Bundes zugänglich gemacht. Und die sind sehr detailliert. Wir haben in den Einreichungen nach bestimmten Kriterien gesucht, eben eine Leinwand, ein bestimmter Besucherdurchschnitt und so weiter. Viele Kinos haben da aber auch sehr viel über ihre Geschichte geschrieben. Und dann haben wir einfach eine Liste gebildet, welche uns interessieren, haben die alle angefragt, haben auch ein bisschen geschaut, wo liegen die, kann man das gut miteinander verbinden und kamen dann sehr schnell zu einer großen Liste und konnten am Ende tatsächlich gar nicht alle besuchen, die wir gerne gesehen hätten. Die Kinos, die sich mal für diesen Preis beworben hatten. Ich weiß nicht, ob das
Nicht ganz ausschließlich. Also ein bisschen haben wir auch Tipps bekommen, selber von Kinomachern, die wir schon kannten oder so. Oder Leute, die gesagt haben, ach, guckt euch mal das und das Kino an, das ist total gut. Dann haben wir halt versucht zu recherchieren, passt das ins Raster. Und ja, also der größte Teil basierte auf dieser Liste und der Rest waren Empfehlungen. Och, alle. Also auf der Liste, die wir hatten, waren sicherlich noch 10 oder 15 mehr. Und natürlich hieß es dann unterwegs, ah, und ihr müsst auch mal die besuchen. Und ein paar, die dann davon gehört haben, wir hatten ja auch eine kleine Artikelserie in EPD Film, haben uns dann auch eingeladen, wir sollten sie doch auch noch besuchen. Und Es war auch ein bisschen, manchmal lag es wirklich an der Erreichbarkeit. Es gibt zum Beispiel dieses Zeltkino auf Hiddensee. Das hätten wir auch total gern gesehen, weil da auch es diesen Piloten ja gibt, der da rumfliegt und die Filme transportiert. Solche Sachen, die mussten dann einfach hinten runterfallen, weil wir es einfach logistisch nicht hätten machen können. vielen Dank für den Querschnitt dieser Kinos. Was mir aufgefallen ist, dass es relativ improvisiertes Kino war an fast allen Orten. Und vor allen Dingen auch, dass ich eigenartigerweise, ich meine, gerade auf dem Lande gibt es ja oft auch sehr schöne Kinos, also von der Architektur, die sozusagen auch eine Außenwirkung entfalten, architektonisch. Ich denke jetzt gerade in Fürstenfeldbruck, bei München wird gerade eins eröffnet, was auch wirklich sehr kinospezifisch ist in der ganzen Außenwirkung. Hier hat man eher den Eindruck, oder ist es das Zufall, dass sich die eher verstecken? Also ich hatte immer den Eindruck, irgendwie in den Innenräumen ist sozusagen die Kinoatmosphäre, wie man sie kennt aus den 50er-Jahre-Kinos, mit gerafften Wänden und so weiter und diesem gedimmten Licht. Aber in der Außenwirkung ist es eher, ja, also fast sich versteckend, kann man sagen. Also fast überhaupt keine Reklame. Marias Kino fand ich jetzt das Einzige, was sozusagen auch ein eigenes Gebäude war, was wahrscheinlich auch als Kino gebaut wurde, denke ich mal. Ja, und das ist mir aufgefallen. Ist das jetzt Zufall gewesen oder also ich fand wirklich es sehr improvisiert, sag ich jetzt mal. Also das ist eigentlich nicht das, was man auch gerade Kino auf dem Land war ja früher, schon in den 20er Jahren, die haben ja zum Teil die Großstadt kopiert und haben dann sozusagen auch selbst namhafte Architekten dann in Kinos gebaut. Das war jetzt überhaupt nicht dabei. Ist es Zufall oder war das Ihr Kriterium? Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, welche Kinos wir sonst besucht haben und es trifft tatsächlich in den meisten Fällen zu. Architektur war gar kein Kriterium, aber tatsächlich ist es so, mir fielen jetzt noch viel, viel mehr Beispiele ein, wo Kinos irgendwie tatsächlich an einem Ort, der nicht für Kino gemacht war, improvisiert waren oder die im Straßenbild komplett untergingen. Also ein ganz spannendes Beispiel dafür, was wir Ihnen auch gerne gezeigt hätten, aber einfach aus Zeitgründen weggelassen haben, sind die Subiaco-Kinos. Die liegen wirklich im tiefsten Schwarzwald, Freudenstadt und Umgebung. Die haben eine Abspielstätte in einem früheren Klostersaal, eine nebenan in einem historischen Gebäude mit nur 18 Plätzen. Da ist es ein kleiner Raum inmitten einer Galerie und ein weiterer Abspielraum befindet sich im früheren Tanzcafé des Kurhauses. Also alles Gebäude, die von außen überhaupt nicht nach Kino aussehen, wo man einfach einen Raum geschaffen hat, um Filme sehen zu können. Ich glaube, ein Teil ist auch dem geschuldet, dass die Kinos sich weiterentwickelt haben, also vielleicht eher zurückentwickelt, wenn man es mal architektonisch betrachtet, aber einfach aufgrund der Gegebenheiten. Und viele von den Kinos, die wir hatten, waren ja schon in der zweiten oder dritten Generation und waren auch ursprünglich mal viel schöner, wahrscheinlich auch von außen und mussten dann eben weichen, weil der Supermarkt mehr Miete gezahlt hat oder so. Und deswegen hat sich der Kinobetreiber in Schulden gestürzt. Um neues Kino zu bauen, um sein altes Kino an den Supermarkt vermieten zu können oder so. Und daraus entstehen dann aber auch wieder diese kuriosen Zusammenbauten mit den Wohnhäusern und so. Also ist wahrscheinlich vielfach einer Entwicklung geschuldet, aber war jetzt tatsächlich eher Zufall in der Auswahl. Weitere Fragen? Hinsichtlich der Veränderung der Kinokultur. Letztendlich sieht man ja sehr stark, dass das wahre Kino im Prinzip noch im Programmkino oder jetzt in diesen kleinen Kunstspielhäusern, wie ihr sie jetzt präsentiert habt, ja zu finden ist. Betrachten wir uns jetzt die Entwicklung hinsichtlich auch des Kinosterbens, was er jetzt schon zweifach eingesetzt hat, und der Veränderung in der Kinolandschaft, die ja jetzt durch die Multiplex-Kinos ja letztendlich durch die Digitalisierung zwar
eine Art Kinokultur auch präsentiert, aber das wahre Kino an sich durch die Digitalisierung letztendlich oder der wahre Reiz des Kinos ja letztendlich verloren gegangen ist, sodass das echte Kino eigentlich wahrscheinlich heutzutage nur noch im kleinen Raum überleben kann oder wirklich bewahrt werden könnte, sodass ein drittes Kinosterben im Bereich der digitalen Kultur letztendlich, wenn wir jetzt über uns überlegen, On Demand und dergleichen, es sich verbreitet, wieder neu einsetzen könnte. Wie würdet ihr das so einschätzen, diese Situation? Also tatsächlich war damals so die Idee, als ich mit der Forschung begonnen habe, okay, es gibt diese Kinos, die leben in einer schwierigen Situation, die sind trotzdem relativ erfolgreich, was die Besucherzahlen angeht. Also dachte ich, gut, die haben alle irgendwas gemeinsam, die müssen irgendwas richtig machen, dass sie es trotzdem schaffen. Und ich wollte herausfinden, was das war. Und habe dann festgestellt, das ist eine, ja, ich weiß nicht, ob es frustrierend ist, aber es war auf jeden Fall eine etwas ernüchternde Erkenntnis. Was diese Kinos am Leben hält, ist in den meisten Fällen schlicht Leidenschaft. Und ganz viele der Kinos, die wir gesehen haben, hatten wir zwar als gewerbliche Betriebe identifiziert, eigentlich wurden die aber von ehrenamtlichen Betrieben oder nach Feierabend oder haben die Leute mehr schlecht als recht ernährt. Also so richtig funktioniert hat es eigentlich gar nicht. Das sind ja eigentlich ein paar Verrückte, die das trotzdem so machen, gegen alle Vernunft, weil einfach ihr Herz dran hängt. Nichtsdestotrotz gibt es aber die allermeisten von diesen Kinos immer noch. Also irgendwas scheint ja zu funktionieren. Und ich habe gerade heute mal ein paar Zahlen auch nachgeschaut, wo es hieß, einerseits wie wenige Kinos es nur noch gibt, die sich wirklich nicht dieser Digitalisierung angeschlossen haben. Was aber andererseits sagt, dass es einen großen Teil gibt, der das getan hat, der so auch weiter existiert. Und die Zahlen von der FFA sagen ja auch, dass die sowohl die Zahl der Kinos, glaube ich, vorsichtig stabil sich entwickelt und Besucherzahlen sehen jetzt auch nicht so schlecht aus wie damals. Also was auch immer diesen Zauber des Kinos ausmacht, scheint man ihn mit Digitalisierung allein nicht totzukriegen. Das ist richtig. Und was man noch dazu sagen muss, also gerade die Programmkinos oder die ambitionierteren Kinos haben auch einfach ein sehr treues Publikum. Also die bilden seit Jahren sowohl was die Zahl der Leinwände als auch was die Zahl der Besucher angeht, einen sehr stabilen Anteil an der gesamten Kinoszene. Wenn ich vielleicht nochmal die Frage des Herrn da vorne aufgreife, ihr habt die Reise ja 2005 und 2006 gemacht und habt jetzt so stichpunktartig auch gesagt, also das Kino existiert noch, das existiert noch. Habt ihr da einen generelleren Überblick, welche von den Kinos noch spielen, welche sich Digitalprojektoren angeschafft habt, einen kleinen Überblick? Ich weiß, es war dann außerhalb eurer Forschungsreise, aber vielleicht habt ihr einfach einen kleinen Eindruck noch da. Das würde mich interessieren. Also ich habe tatsächlich bei der Vorbereitung des Vortrags nochmal irgendwie all im Internet nachgeschaut. Wer davon jetzt digital projiziert, weiß ich nicht. Das ist ja meist auf der Homepage nicht zu finden. Ich gehe davon aus, es werden die meisten sein, gerade auf dem Land, weil die kriegen ja sonst die Filme gar nicht mehr, die sie spielen wollen. Tatsächlich waren aber praktisch alle Kinos immer noch offen und haben gespielt. Es hat hier und da vielleicht mal einen Betreiberwechsel gegeben oder der frühere Eigentümer war jetzt nur noch Programmmacher, aber der Eigentümer hatte gewechselt. Bad Wildbad war lange zu und wird jetzt oder hat unter dem neuen Betreiber wieder aufgemacht, wobei das nicht wirkt, als würde es lange tragen. Einer der Kinomacher in Dortmund war mittlerweile gestorben. Genau, aber das war ja ein Zusammenschluss von zwei Kinos und das wird, glaube ich, noch weiter betrieben auch. Also ganz überwiegend sind die Kinos immer noch A in Betrieb und B auch durch die gleichen Leute, gerade bei den Familienbetrieben. Und also die allgemeine Lesart ist ja oft so, die Digitalisierung macht die kleinen Kinos vor allen Dingen auf dem Land kaputt. Und ich weiß jetzt persönlich nicht, ob es dazu wirklich Studien gibt aus den letzten Jahren, aber euer Beispiel jetzt, wenn ihr das sozusagen nochmal so nachrecherchiert habt, würde ja zeigen, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss oder dass das... Nee, im Gegenteil. Gerade hier zwei unserer findigen Kinofrauen in Bayern haben es sogar genutzt und durch die Digitalisierung sich eine neue Art von Kino erschlossen, nämlich barrierefreies Kino, wo sie dann halt irgendwie für Blinde oder Taubstumme
den Zugang ins Kino eben ermöglichen. Das wäre so mit dem analogen Kino niemals möglich gewesen. Und ich denke, wie es bei jeder technischen Entwicklung der Fall ist, es gibt immer die, die so ein bisschen findiger sind und diese ausnutzen. Klar, dieses große finanzielle Problem steht, aber wir hatten ja nun mal auch versucht, die rauszusuchen, die sich ganz erfolgreich entwickelt haben. Also vielleicht ist deswegen der Ausschnitt auch ein bisschen erfolgsorientierter oder erfolgreicher, als vielleicht die Gesamtheit ist. Wollte nur kurz sagen zur Digitalisierung. Seit 2014 gibt es nichts Aktuelles mehr auf Film und ein Großteil der Verleiher hat auch das Repertoire vernichten lassen mittlerweile. Also Buena Vista hat nichts mehr, die Fox hat noch Sachen. Also wer heute spielen will, muss digitalisiert haben, ansonsten kann er nichts zeigen. Das ist leider so. Dankeschön. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, lieber Jan, liebe Anna, dass ihr gekommen seid. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich wünsche viel Spaß bei den zwei Kurzfilmen. Der eine geht 13 Minuten, der andere 14 Minuten. Und ja, ich wünsche gute Projektion. Schön, dass ihr da wart.